Wir stehen hier jetzt vorm Brandenburger Tor. Hinter uns stehen 20.000 Landwirte, 15.000 Schlepper. Das ist ein großartiges Bild und zeigt, dass übrigens Bäuerinnen und Bauern an Demokratie glauben. Und das finde ich ein ganz starkes Zeichen und dafür herzlichen Dank. Herr Andresen, Sie sind hier mit Hauptorganisator der Veranstaltung. Sind Sie mit dem bisherigen Verlauf gut zufrieden? Von der Beteiligung her auf jeden Fall ja, von den Aussagen der Politiker mäßig. Glauben Sie, dass Frau Klöckner für die Bauern kämpft? Das kann ich schwer beurteilen. Also letzten Endes ist sie als Landwirtschaftsministerin und Frau Schulz als Umweltministerin sind unsere ersten Ansprechpartner, wenn es um dieses Agrarpaket geht. Und dann erwarte ich, dass zumindest auf unsere Probleme eingegangen wird und dass man uns ernst nimmt und dass man zeigt, dass man Verständnis hat, warum hier über 20.000 Bauern auf dem Platz stehen und sagen, wir haben Angst um unsere Zukunft. Da erwarte ich ein ganz klares auf die Bauern zugehen und nicht einfach nur sagen, das ist jetzt so Phase, was wir da beschlossen haben und das wird so durchgezogen. Damit kommen wir nicht weiter. Wir stehen an der Seite der Bauern, lassen nicht die wichtigen Themen liegen, sondern sind bei Ihnen bei den Veränderungen und Anpassungsleistungen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, dass wir die Landwirtschaft wieder auf stabile Füße setzen können, dass auch das in Zukunft ist und bleibt auch als Beruf, als Einnahmequelle und auch als Leidenschaft. Die Kanzlerin hat angeboten, am 2. Dezember zusammenzukommen. Jetzt eine Woche nach der ganz großen Demo hier in Berlin war das jetzt quasi die Auftaktveranstaltung und wie ich vielleicht ein Stückchen weit befürchtet hatte, keine Abmoderationsveranstaltung. Also wir starten heute einen neuen Dialogprozess. In diesen Dialogprozess binden wir alle landwirtschaftlichen Akteure mit ein. Es soll jetzt eine Zukunftskommission eingerichtet werden. Und in dieser Zukunftskommission sollen Fragen geklärt werden, was erwartet Gesellschaft von Landwirtschaft und was braucht Landwirtschaft dann, um diese Erwartungen auch erfüllen zu können. Hier geht es um Zukunft und zwar nicht nur um die Zukunft der Landwirte, sondern auch die Zukunft von uns allen. Weil ohne Landwirte haben wir nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Klamotten. No farmers, no food, no future.